Jetzt ist es endlich wieder soweit. Die Frage aus dem Sack. Jasmin Schwiers und Gregor Meile. Ja, ihr dürft hier gleich reingreifen und eine Frage beantworten von einem Künstler, der vorher schon mal eine Frage hier reingeworfen hat. Und danach habt ihr die Möglichkeit, auch nochmal eine aufzuschreiben für den nächsten Gast. Und der muss eure Frage auch wieder beantworten. Wie, ne? Aufregend. Wie aufregend. Spannend. Spannend, wer will denn ziehen? Hoffentlich nichts Sexistisches. Aber nicht, dass du ziehst und ich muss antworten. Nee, müsst ihr beide antworten. Okay. Ja, du kannst besser lesen. Ich hab gezogen. Wer hat das denn aufgeschrieben? Der Campino. Wann hattest du deinen ersten Liebeskummer? Und zwar hat das Schneewittchen gefragt, die gerade eben da waren. Also ja, der Zettel ist noch handwarm. Liebeskummer, den ersten richtigen, also richtig doll, hatte ich relativ spät. Mit 20 war das, glaube ich. Erste große Liebe. Vorbei! Hat er dich verlassen? Ja, kann man doch, das kann man durchaus so sagen. Ich möchte nicht mehr drüber reden. Antworte du doch mal. Ja. Lass es dich doch nicht ran. Ich glaube, ich war schon in der ersten Klasse verknallt. Und dann gab es Flaschendrehen und dann hat aber jemand anders den Vorrang gekriegt. Aber in meiner ersten Klasse Flaschendrehen? Ja klar. In welche Schule bist du dann gegangen? Mit Knutschen. Also so hier auf der Backe küssen und so. Ist ja schon erste Klasse. Auf der Backe oder auf der Wange? Nee, ich glaube hier auf der Wange her. Wenn wir ja nochmal nachfragen, ne? Ja, das ist ja nicht also so jetzt, schlecht. Das war aber nicht ganz so dramatisch, der Liebeskummer. Der richtige Liebeskummer war, glaube ich, mit 15, als mein Mofa kaputt war und so. Das war lange Geschichte. Ach, alles wird gut. Da kam schon der erste Song in die Ecke. Na, okay, soll ich nicht weiter nachfragen? Aber ich sag mal so, wenn ich keinen Liebeskummer hätte, würde ich wahrscheinlich weniger Lieder schreiben. Hast du oft Liebeskummer? Nö, eigentlich so oft nicht, aber jedes Mal, wenn ich mich habe, schreibe ich Songs. Also noch etwas öfter. Ja, mein kleiner Bruder hat mal gesagt, du musst einfach 5-mal im Jahr von Frauen verlassen werden und dann kannst du wieder ein neues Album schreiben. Dann kommt aber, tiefes Leiden auf jeden Fall. Ja, man, also eine Umwandlung der Energie vielleicht. Aber ich, so oft kommt es nicht vor, zum Glück. Und ich kann zum Glück auch, das ist sehr gut, Songs schreiben in einem positiven Moment, was sehr wichtig ist. Du kannst ja nicht immer traurige Lieder schreiben. Ja, das machst du ja auch sehr gut, ne? Okay, Leute, schön, dass ihr da wart. Mensch. Boah, gerne, ne? Jasmin Schwiers und Gregor Meile. Kurz rasieren. No, tschüss. Komm, wir rasieren uns alle.